Heute zeigen wir euch unsere Top-Highlighter und zwar nicht einfach nur so, sondern wir sagen auch, für welchen Hauttypen die zum Beispiel geeignet sind oder allgemein so für welchen Highlighter-Typen könnte man sagen, die gut geeignet sind. Dann fange ich jetzt direkt mal mit einem Highlighter an, den ich wirklich fast täglich immer verwende, weil es einfach super praktisch ist. Und zwar ist das die Sleek Contour Palette in Light. Und da habt ihr dann nämlich auch so einen richtig schönen Highlighter-Ton mit dabei. Und ich glaube, man sieht auch schon, wie abgewetzt diese Palette ist. Ja, schon gut benutzt. Und der ist einfach super natürlich, lässt sich sehr gut mit dem Finger verblenden. Und ich finde ihn einfach super für den Alltag und er glänzt halt auch schön. Und das ist einfach so ein gutes Starter-Kit, würde ich sagen, wenn ihr wirklich alles in einer Palette haben wollt oder ihr wollt verreisen oder so. Ich verlinke euch das Produkt nochmal in der Infobox. Ich meine, das kostet so um die 12 Euro, so um den Dreh. Und das ist echt ein super toller Highlighter. Cool. Ich habe was für trockene Haut. Da kann man immer ganz gut flüssige Highlighter nehmen. Ich habe mir den damals hier ausgesucht. Der kommt von Alverde. Also bei DM habe ich ihn gekauft. Und der nennt sich Rose Tinted Highlighter. Der ist ganz oft immer ausverkauft. Und man muss echt Glück haben, den zu erwischen. Ne? Den gibt es auch noch in so bronzig, ne? Genau, also, genau. Also ich würde sagen, das hier ist eher so ein kühlerer Ton. Und der andere ist dann wärmer. Ja. Und der ist ganz unkompliziert. Man kann den einfach mit so einem Lippenstift-Applikator oder was ist das, so ein Lipgloss-Applikator, ja, genau, auftragen, dann wo man das haben möchte und dann muss man es natürlich mit den Fingern noch verblenden und das ist so ein ganz seidiger, angenehmer Schimmer. Ich habe jetzt noch was für Leute, die Highlighter vielleicht nicht so extrem mögen, also dieses extreme Glänzen zum Beispiel, die halt eher so der natürliche Typ sind. Und zwar ist das eigentlich kein Highlighter, sondern ein Bronzer von Wet n Wild. Und der sieht so aus, aber ich finde ihn für einen Bronzer einfach mal viel zu hell. Mhm. Und es ist so ein richtig schöner Schimmerton. Also man könnte es wirklich auch schon als Puderersatz verwenden. Aber wie gesagt, wenn ihr es wirklich sehr dezent mögt, es hat so einen ganz feinen Hauch von Schimmer. Ja, wie so Sonnenstrahl. Ja, genau. Dann könnt ihr das nämlich auch als Highlighter verwenden. Falls ihr sowas dann normalerweise zu extrem findet, ist das hier echt eine gute Alternative, würde ich sagen. Und den habe ich jetzt bei Aktiv im Supermarkt gekauft. Gibt es auch bei Rewe? Ja. Und bei Edeka. Und online bestimmt auch. Und der hat jetzt, glaube ich, 5 Euro gekostet. Cool. Jetzt kommt eine Palette, die wir beide haben. Und zwar diese hier von Sleek. Das ist extra so eine Highlighter-Palette. Die nennt sich Solstice. Ich weiß auch nicht so genau. Die ist so toll. Und da gibt es halt, ja, 4 verschiedene Highlighter-Farben. Und das ist sowas für Leute, die wirklich gerne Highlighter mögen, würde ich sagen. Ja. Weil man wirklich sehr stark pigmentierte Farben hat. Also hier seht ihr das nochmal. Es gibt eine cremige und die andere sind eher so wie Eyeshadow von der Konsistenz. Und das eignet sich meiner Meinung nach auch ganz gut für dieses Strobing, was dann alle Leute irgendwie machen. Dass man wirklich überall gehighlightet ist, weil man dann noch verschiedene Nuancen da drin hat. Und die gibt es, also wir haben die bei Amazon gekauft, ja, und das verlinken wir euch auch mal in der Infobox. Ich liebe diese Palette, das ist echt sowas für Highlighter-Freaks. Ja, ja, und man kann sich so nach Lust und Laune jeden Tag mal irgendwie was anderes aussuchen. Genau, das ist doch echt perfekt. Mhm. Ich habe jetzt noch einen Highlighter-Stick quasi, eigentlich ist es ein Eyeshadow-Stick von Essence. Und das ist jetzt der hellste Ton und das ist eher so ein, ja, so ein helles, cremiges Beige vielleicht. Mhm. Und der ist einfach super, weil er so richtig schön, ja, pigmentiert ist, wenn ihr das hier schon so seht auf meiner Hand. Und wenn ihr das verblendet, dann hält das auch den ganzen Tag, weil es wasserfest ist. Und es hat auch eher so einen natürlichen Schimmer. Also wenn ihr zum Beispiel die Augenschatten im Innenwinkel abdecken wollt oder halt direkt unter den Augenbrauen. Aber ihr könnt auch die Nase damit so ein bisschen konturieren und schimmern lassen. Also der ist auch recht super. Der eignet sich dann halt eher so für die Innenwinkel und Augenbrauen zum Highlighten, würde ich jetzt sagen. Aber ich liebe ihn. Der wird ja, ich habe den auch gerade ausprobiert. Wir haben nämlich schon ein anderes Video gedreht, da habe ich den benutzt. Ja. Ich war auch sehr überzeugt. Weißt du das schon? Ja, das war's jetzt schon. Ja, also eine kleine, aber feine Auswahl. Genau. Und ja, wenn ihr noch andere Lieblinge habt, zum Beispiel, denke ich mir mal, der Mary Luminizer, der ist bestimmt auch sehr gefragt. Aber schreibt uns mal, was ihr so für Highlighter gerne benutzt und welche ihr zu Hause habt. Und ja, das würde uns interessieren. Ja, vielleicht hat euch unsere Auswahl ja gefallen und ihr kanntet noch nicht alles davon. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!